können sogar noch weitergehen. Eigentlich ist es ein Misstrauensvotum gegenüber der Ampel, gegenüber den eigenen Leuten. Es ist ein Hilferuf. Mhm. Ich meine, er fordert uns auf, mitzumachen. Wir haben bewiesen in den letzten Monaten und letzten 2 Jahren, dass, wenn es drauf ankommt, wir da sind in Sachen Ukraine, Bundeswehr. Aber er muss die Situation natürlich sehen. Ich sag mal zum Beispiel Migration. Wir haben jetzt aufgelaufen 80% mehr Asylanträge in Deutschland als im letzten Jahr. Und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Die Bürgermeister, die Landräte melden sich. Er hat einen großen Flüchtlingsgipfel gemacht am 10. Mai. Hat heilig was versprochen. Nichts passiert. Wir könnten jetzt sofort, und da würden wir auch sofort mit der Ampel reden, beispielsweise Grenzkontrollen an der Grenze Polen-Deutschland, Tschechien-Deutschland, sichere Herkunftsstaaten, Sachleistungen. Beim Bürgergeld spüren wir doch, dass es eine Anziehung ist. Wir würden da sofort agieren. Aber der Kanzler muss es wollen und er muss die Situation sehen, auch wirtschaftlich.